Letzte Woche ist etwas passiert, was einem GAU entspricht, einem größten anzunehmenden Unfall. Die Ratingsagentur Moody's hat angekündigt, dass sie die Kreditwürdigkeit Berlins bei Weiterlaufen dieser unsäglichen Enteignungsdebatte herabstufen könnte. Das ist nichts anderes als die Ankündigung eines finanzpolitischen Erdbebens, ein lauter, unüberhörbarer Knall, ein Warnschuss vom ignorierenden Bürgermeister, wieder einmal kein Wort. Und das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Skandal. Es reicht da eben nicht, lieber Herr Finanzsenator, wenn Sie sich hinstellen und sagen, diese Warnung sei ernst zu nehmen. Damit bekommen Sie die Nummer nicht aus der Welt. Und das beschönigende Wort der linken Vergesellschaftung, denn die Unternehmen sollen ja entschädigt werden, ist dabei romantische Poesie sozialistischer Träumerei, letztlich ein Täuschungsmanöver. Der Markt, das sind die Investoren, die den ganzen Spaß hier mitfinanzieren, der versteht Klartext, der versteht nur Enteignung. Und allein, dass es diese Debatte in dieser Stadt und dieser Form so gibt, zeigt, die Reaktion des Marktes ist tödlich. Wie konnte es so weit kommen? Verführt durch die Rhetorik der linken Wohnungsnichtbausenatorin hat sich eine Gruppe selbsterklärter Aktivisten gebildet, die scheinbar parteiunabhängig über eine Volksinitiative, die Deutsche Wohnen AG und andere private Wohnungseigentümer mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignen wollen. Was anderswo als Gorilla-Scherz linker Sektierer betrachtet worden würde, fällt in Berlin auf fruchtbaren politischen Boden. Auch wenn es bislang nur um einen Warnschuss sich handelt, der Super-GAU der Herabstufung Berlins ist noch nicht eingetreten. Aber allein, wenn es diesen Donnerknall gibt, ist und bleibt ein politischer GAU schon heute politisch für diese Stadt und macht die Konsolidierungs... Ja, das kann auch lauter sein, das ist wie in Tschernobyl. Da passiert eine Katastrophe und keiner kriegt es mit. Das ist nämlich haptisch nicht so leicht zu erfassen, diese finanzpolitische Katastrophe, die Konsolidierungsbemühungen dieses Finanzsenators zunichte machen kann, wenn das hier schief geht. Ja. Für die Grünen ist das Ganze ein Akt der Notwehr aufgrund Immobilienpreisentwicklung, die ihrerseits auf Mieten durchschlägt. Na klar, von Wirtschaft haben sie halt keine Ahnung. Denn was sich hier letztlich in den letzten Jahren getan hat, ist die von der AfD von Anfang an zu Recht kritisierte Euro-Rettungspolitik, die keine Staaten oder Völker gerettet hat, sondern lediglich vorübergehend Banken, die ihrerseits so viele Schuldtitel von überschuldeten Staaten im Portfolio hatten. Der Euro wäre längst kollabiert, gäbe es nicht die Nullzinspolitik von Draghi zugunsten der Südländer. Und die führt zu einer einseitigen, das wissen Sie alle und der Senator weiß, wovon ich rede, Verlagerung der Investitionsmöglichkeiten weltweit operierender Investoren, die jetzt halt auch den Berlinern auf die Füße fallen, nämlich in weg von Anleihen, die nicht mehr rentierlich sind, ins Berliner Betongold, also Immobilien. So einfach ist dieser Mechanismus. Das Gewicht der Kreditratings ist brutal. Staaten fürchten sie, weil die Herabstufung Schulden verteuert. Die Agenturen sind schlichtweg die realpolitische Wand, gegen die die Politik rennt. Sie sind der Daumen, der sich senkt. Und ich sage klar, nein, man muss sie nicht mögen, die Ratingsagenturen, aber man muss ihre reale Macht erkennen, denn die, die das Geld haben, hören auf sie. Und wenn sich der Daumen senkt oder zu senken droht, meine Damen und Herren, dann muss die Politik reagieren. Die SPD, und da gucke ich mal da nach vorne, muss den Enteignungsaposteln klar entgegentreten, wenn ihr in Berlin einen sozialistischen Abenteuerspielplatz verwandeln wollt, dann nicht mit dieser SPD. Haben Sie den Mut, Ihre wenigen noch verbliebenen Wähler aufzufordern, diese Volksinitiative links liegen zu lassen. Der Markt, meine Damen und Herren, wartet auf dieses Signal. Die SPD hat aber sich auf Gedeih und Verderb an ihre Koalitionspartner links außen gefesselt, die sie mit dem Nasenring durch die Manege ziehen. Aus diesem Dilemma kann sie nach 29 Jahren Regierungsbeteiligung niemand befreien als sie sich selbst. Tja, und die CDU und die FDP, die werden gleich loslegen und das Gleiche sagen wie wir. In der Sache nichts anderes, vielleicht mit anderen Worten. Das Dumme dabei, sie würden um der Macht willen mit eben diesen Berliner Grünen ins Koalitionsbett steigen. Und das, liebe Berliner, zeigt, Sie lachen, Herr Czaja, Sie haben es ja selber gerade angekündigt wieder bei der IHK, das zeigt, dass auf diese beiden scheinbar bürgerlichen Parteien, diese von Merkel und Kutters links gewendete CDU und die Luftikus-FDP nur Verlass ist, liebe Berliner, wenn Sie sie dazu zwingen, mit uns den Politikwechsel zu machen. Hin zu einem wirtschaftsfreundlichen, investorenfreundlichen Berlin auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards, kennen Sie vielleicht noch den Namen, hin zum Wohlstand für alle. Das bedeutet Ja zur Zukunft und Nein zur Rückkehr des historisch ein für alle Mal gescheiterten Sozialismus.
Kollegin Schmidberger hat ja jetzt ganz deutlich klar gemacht, die Grünen sind für Enteignung. Danke dafür. Jetzt wissen wir alle auch endlich mal Bescheid. Und zum Kollegen Wolf, der uns hier erklärt hat, wem Moody's gehört und wie das mit der Deutschen Wohnen zusammenhängt. Herr Wolf, es ist eigentlich völlig egal, wem Moody's gehört. Es ist aber nicht egal, dass Berlin sich am Zinsmarkt refinanzieren muss. Und genau das führt jetzt dazu, diese Debatte, die wir hier haben, dass Berlin in Zukunft da Probleme kriegen wird. Und darum geht es. Das ist wichtig. Und zum Kollegen Schneider ganz kurz. Sie haben ja hier den Mietendeckel sozusagen als das goldene Einhorn dieser Stadt dargestellt. Ganz ehrlich, rein aus juristischen Gründen wird das genauso wenig funktionieren, wie die unsägliche Mietpreisbremse nicht funktioniert und alle anderen staatlichen Regularien. Das nur mal vorab dazu. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema Enteignung. Kollege Dregger hat das ja vorhin schon angedeutet und gesagt, es sind Kosten bis zu 36 Milliarden Euro stehen im Raum. Zur Erinnerung, allein der Kernhaushalt von Berlin hat 58 Milliarden Euro. Nach über einem Jahrzehnt Finanznotstand befindet sich Berlin endlich auf dem Weg der Besserung, dank Nullzinspolitik der EZB und der künstlichen deutschlandweiten Hochkonjunktur. Und Berlin zahlt inzwischen deutlich weniger Zinsen als noch vor Jahren. Was macht der Berliner Senat damit, Herr Schneider? Statt die Chancen dieser Zeit zu nutzen, verfällt er in ein gemeinschaftliches rot-rot-grünes Delirium. Statt Bauvorschriften zu entrümpeln, Bauleitplanung zu straffen, Investoren nach Berlin zu holen und damit mehr Wohnraum zu schaffen, liebäugelt der Senat mit dem radikalen Schwert der Enteignung. Statt Zahlen, Daten und Fakten vernünftig auszuwerten, wird über Vergesellschaftung schwadroniert. Vergesellschaftung als linkes Framing für das böse Wort Enteignung. Allein die aktuelle Debatte um eine mögliche Enteignung trägt zur nachhaltigen Beschädigung des internationalen Rufes Berlins bei. Denn wer wäre in der Tat betroffen? Zu großen Teilen internationale Unternehmen, israelische Unternehmen, in Unternehmen, die global unterwegs sind. Ist das jetzt plötzlich die Kehrtwende weg von der Globalisierung, von links-links? Ich weiß es nicht. Laut Initiator der Volksinitiative Enteignung können Wohnungen zum Beispiel der evangelischen Kirche doch direkt an die Mieter verschenkt werden. Sind denn Wohnungen auf einmal nichts mehr wert? Die AfD hat in der letzten Hauptausschusssitzung einen Besprechungspunkt angemeldet, um den bisher kolportierten Zahlen und Daten auf den Grund zu gehen. Stellen Sie sich vor, es war nicht der erste, sondern es ist einer von vielen. Was kostet uns die links-grüne kommunistische Träumerei aus Phantasialand? So ganz klar scheint das nicht zu sein. Der Finanzsenator sprach vom Ertragswert als Grundlage, die Linke von einer möglichen Entschädigungszahlung. Meine Damen und Herren, wir wollen Transparenz und haben die Hochrechnungen sowie Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen des Senats zur Einsichtnahme angefordert. Hoffentlich bekommen wir diese Unterlagen bald zu Gesicht, denn seit langem warten wir schon auf das Gutachten zur Höhe der Pensionsverpflichtung des Landes Berlin, den tatsächlichen Erhaltungs- und Investitionsbedarf des Landes Berlin, auf den Senatsentwurf zur Schuldenbremse. Bisher nichts da. Moody's schätzt, dass allein der Level an ungedeckten Pensionsverpflichtungen Berlins die jährlichen Einnahmen übersteigt. Vor diesem Hintergrund stellt die Debatte um Enteignung eine extreme, zusätzliche Belastung der Bonität Berlins dar. Schulden, Investitionsstau, Pensions- und Enteignungslasten sind für Ratingagenturen ein toxisches Gebräu. Das vorsätzliche Vertreiben und Brandmarken von Investoren ebenfalls. Addiert man das alles zusammen, kommen wir in Berlin auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Wer bitte schön, meine Damen und Herren, soll das denn bezahlen? Die Hauptstadt Deutschlands wird unter Rot-Rot-Grün zu einem Fanal für die DDR 2.0. Und Sie, da brauchen Sie gar nicht zu lachen, Sie betreiben Rot-Front-Politik. Hören Sie endlich auf, die Zukunft unserer Stadt zu verspielen. Hören Sie auf, über Enteignungen zu fabulieren, sondern fangen Sie endlich an zu bauen. Sorgen Sie für ein prosperierendes Berlin, damit die Menschen nicht auf soziale Almosen angewiesen sind.
Armutsoptimierung durch Rückgriff auf sozialistische Instrumente ist keine Alternative. Setzen Sie als Senat ein deutliches Zeichen und sagen Sie endlich klar Nein zu dieser unsäglichen Enteignungsdebatte. Vielen Dank. Applaus